So, heute gibt's den Eiseinkauf. Ich war gerade im Lidl und habe einen Mega-Einkauf gemacht. Ja, die Tasche ist ziemlich schwer. Die ist am explodieren, könnt ihr sehen. Ja, das ist eines der vollsten Taschen, die ich jemals hatte. Ich habe die gerade so zugekriegt und diesmal zählen wir sogar die Bananen, die ich gekauft habe. Aber wir haben, war das ein Eiseinkauf? Ich war wie verrückt nach Eis. Also, ich habe Bananen erstmal gekauft, okay? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Ich habe diese kaputten schon gekauft, die sind schon kaputt und aufgerissen, weil ich die sowieso jetzt verarbeiten werde. Ja, die ist auch hinten aufgeplatzt. Von daher kein Problem. Dann haben wir hier Bananen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier, es wären 12. Dann haben wir hier Bananen. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, 18 Bananen. Schon mal sehr, sehr gut. Ich werde gleich die ganzen, ich glaube alle 6 vielleicht oder 5, werde ich gleich in meinen Grünkohl-Smoothie tun. Und da habe ich noch eine Spezialzutat gekauft. Dann haben wir hier Sojamilch. Habe ich gekauft. Eine Packung. Zwei Packungen. Drei Packungen. So. Dann habe ich hier das hier gekauft. Das ist ja schon Eis. Ne, die sind gefroren, super gut. Und gefroren haben noch mehr Nährstoffe. Bioqualität für 2,19 € war in dem Angebot. Habe ich direkt zwei Stück genommen. Auch very good and very nice. Dann habe ich dieses Eis hier gekauft. Passionsfrucht Sorbet. Mit natürlich einem sehr tollen Fettgehalt. Kleiner als 0,1. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Kleiner als 0,1 gefällt mir. Dann ganz neu im Kühlregal Ahoi Brause Eis. Ich liebe Ahoi Brause. Und sehe in den Zutaten keine tierischen Bestandteile. Deswegen habe ich das mal gekauft. In dem allermeisten Eis, ich habe eigentlich noch nie Wassereis gesehen. Also Fruchteis, einfach so Wassereis mit Geschmack, habe ich eigentlich noch nie gesehen mit Tierprodukten drin. Also die sind eigentlich immer vegan. Aldi hat ganz, ganz viel davon. Von diesen ganzen Eis am Stiel, Wassereis, verschiedene Kiwi und sowas. Die sind alle vegan. Dann haben wir hier noch Sojamilch Nummer 4. Sojamilch Nummer 5. Sojamilch Nummer 6. Boah, sind die ramponiert, ey. Und dann habe ich hier das hier gekauft. Fruchtmischung für Smoothies, gefroren. Die tue ich gleich in mein Smoothie rein. Habe ich noch nie probiert, die hier. Frucht im Glas. Sehr schön. Und dann nochmal, noch eine Packung davon. Smoothie. Zutaten. Und dann haben wir noch als allerletztes Erdbeeren. Gefrorene Erdbeeren, obwohl ich habe schon eine Packung, ich habe noch einen gekauft. Die kann man auch super lutschen. Ja, ist voll geil. Und das, mein Einkauf ist wieder clean eigentlich, bis auf das Eis vielleicht, wenn man das nicht als clean bezeichnen will, aber ansonsten ziemlich sauberer Einkauf. High Carb, Low Fat, alles voller Kohlenhydrate, bis auf die Sojamilch. Ansonsten das ist alles fettfrei. Praktisch. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, der Einkauf hat euch gefallen. Ich brauchte dieses ganze kalte Zeug hier. Das ganze Gefrorene. Einfach bei dieser Hitze ist es einfach so gut. Vor allem diese Sorbets, so geil. Das andere Cassis-Sorbet ist mein Lieblings-Sorbet von allen, aber ich probiere das jetzt mal. Ich weiß nicht genau, ob ich das schon mal hatte, aber die sind halt fettfrei genial. Von daher, Leute, ich hoffe, der Einkauf hat euch gefallen. Habe ich den Zettel da? Ne, den finde ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist er hier, ne. 22 Euro, 22,75 €. Ja, das geht ja noch für die ganzen Bananen. 22,75 € und geht schon klar, oder? Auf jeden Fall.
So sieht's aus, wenn ich einkaufe, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und I see you next time. Kommt auf Discord. Yes.